Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier mit Luggage of Camelot. Ich bin heute hier beim Larunis zu Gast. Ich weiß nicht, ob man den hört über mein Mikro. Hallo. Ja, ich denke mal, ne? So ein bisschen. Ich habe das Headset auf, deswegen, damit das hier nicht durch die ganze Wohnung hallt. Ja, wir wollen heute ein bisschen leveln hier. Das heißt, er möchte gerne seine Hexe weiter leveln und ich nehme das als Anlass, mal meinen Kleri weiterzumachen. Beziehungsweise werde ihn da ein bisschen seelisch unterstützen und heilen und vielleicht noch ein bisschen mitsmeinen. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal direkt in-game. Im Spiel seht ihr mein Bild nicht, weil die Kameraausrichtung hier etwas suboptimal ist. Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich so, wie das hier alles ausgerichtet ist, nur die Spitze meiner Mütze sehen. Deswegen lasse ich das mal so weg. Passt aber auch so, denke ich mal. Ausnahmsweise machen wir es mal ohne mein Bild. So, wir sind in Gruppe. Das heißt, irgendwo müsste ich da jetzt bei dir theoretisch gleich ankommen. Ich komme mal hier so um die Kurve gelaufen. Ah, hier sind die ganzen Händler. Ah, da bist du ja. Auch zwei. Auch 2 Sekunden. Ja, was brauchst denn du? Alles eigentlich, ne? Bonskriste. Stärke brauchst du nicht. Backshot vielleicht. Den kannst du gebrauchen. Den. Und den, glaube ich. Concentration vielleicht noch. Müsstest du eigentlich haben. Inspect Decks? Auch gerade gemacht. Oder irgendwie aus irgendeinem Grund nicht genommen. Das kann natürlich sehr gut sein. Kind habe ich nicht. Ah, der Kollege, der kriegt alles. Wenn ich das kann, muss ich mal gucken, was ich so alles kann. Ansonsten muss ich mir was wegnehmen, was ich nicht brauche. Ja, noch geht das mit der Kunst. Es ist ja relativ klein alles noch hier. So, jetzt müsste dein Kollege eigentlich alles haben. Habe jetzt alles einzeln gemacht. Ein kleiner Kollege ist im Target. Den kann ich also dezent mitteilen. Ah, mach schön Gift. Oh, das war der Instant. Ja, ich muss noch gucken, wie ich das auf den Leisten habe hier. Ich habe den Instant auf der Leiste gehabt. Sieht aber doch eigentlich ganz gut aus. Der ist rot für mich. Für dich ist der Ora? Geht ja noch eigentlich. Gute Sache. Oh, so ein bisschen abwartet mit dem Heilen geht das eigentlich ganz gut. Yeah, 24. Da hat nicht mehr viel gefehlt bei mir, glaube ich. Würde ich jetzt auch so sehen, ja. Theoretisch könnte ich ja schon mal eben gucken, ob ich da noch was trainieren kann. Allerdings jetzt gleich einmal und dann gehe ich mal kurz auf Train. Wird ja passen. Train, ich glaube, ich werde ja sowieso nicht angegriffen gerade. Dann kann ich nämlich bei den Enhancements eventuell noch einen. Dann, ah, siehst du, jetzt kriege ich nämlich das große Speckschild. Das ist gut.
Dann lege ich mir das mal eben auf die Leiste und ich weiß nicht, ob man das wegmachen muss oder ob ich es ersetzen kann. Und Speckstärke Konz ist dabei gekommen. Muss eben gucken, wo das ist. Da, Blessed Barrier ist das, glaube ich. Ja, Blessed Barrier müsste es sein. Mal ausprobieren. Einmal einen drauf geben. Funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das ersetzen kann bei ihm. Oder ob er, die kleinen Schilder also wegmachen muss. Ich versuche das mal einfach. Ne, ich glaube, das muss ich vorher beim Wegmachen. Egal, macht nix. Dann gebe ich dir das mal. Ne, geht nicht. Kann ich nicht überschreiben. Weil den und den Stärke Konst, den Baseline. Ja, genau. Ja, Stärke Konst. Den habe ich auch neu gekriegt. Ah, dein Pet bleibt dann halt bei den Kleinen, was soll's. Hat's schon. Müsste gehen. So viel anders sind die Werte ja nicht. Direkt hochgeheilt wieder. Oh, das gibt schöne, das gibt Hände, gibt das. Das sind die, glaube ich, ne? Ja, sie sind. Mit Bolo Alp, genau. 24 bis 26. Oh, können wir gar nicht mehr benutzen. Doch, können wir. Gerade noch so. Ist aber eine schmale. Von 24 bis 26 kannst du die abgeben. Ja. Aber es ist sehr, sehr wenig eigentlich, ne? Normalerweise geht das doch immer, ich sag jetzt mal über 10 Level. Zumindest bei dem meisten Loot. Aber. Ich wollte schon gerade sagen, es geht ja ruckzuck geht das, ne? Oha. Aber gut, dass wir Händler sind. Kann man wenigstens zwischendurch verkaufen. Ach so. Ja, für Mana kann ich jetzt nicht sorgen, das haut nicht hin. Ich hab da so ein Fall. Oh. Hab ich gesehen? Ich auch nicht, bitte. Nee, lass mal. Nicht rüber. Nee, nicht rüber handeln. Ich hab. Krieg genug Zeug rein. Das darum habe ich, glaube ich, ein großes Schild hier, ein rotes, siehst du? Ja, Level 30 Schild. Hab schon alles. Nee, da kommt ja mal genug zusammen, deswegen nicht noch mit irgendwelchen zusätzlichen Zeug belasten hier. Ah, bitte. Wollt ihr so viel verkaufen immer? Oder Task mal aufmachen hier nebenbei. Können wir ein bisschen gucken, was wir hier noch so weghauen können. Habe ich schon wieder den Instant eingesetzt. Wo wir gewohnt hat, immer die 1 zu drücken. Wartet er auf was? Das ist auch ein Klerik. Er wartet nicht auf Buffs. Ja, aber dadurch, dass du jetzt Aura machst, kriegen wir auf jeden Fall hier die Kreaturen zusammen. Dungeons und Frontiers. 15 Stück haben wir schon. 15 Stück hier stehen. Task meinst du? Ja. Einer sogar schon. 1, 2, 3, 4 Tasks, ja, habe ich.
Ja, vier Tasks, aber da steht, guck mal, 15 von 25 Ja, jeweils. das ist nicht Ja. viel gleichzeitig. Das ist richtig. Mehr mal Spaß machen und dem mal den Schaden mal ausmachen. Kann ja eigentlich auch, ja. Theoretisch. Ich ihn treffe. Möge dich der Blitz beim was auch immer treffen. Möge dich der Blitz beim Leveln treffen. Genau. So was aber auch. So, jetzt scheint aber die Leitung auch stabil zu sein. Also was gerade los war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war ja echt übel. Da ging ja gar nichts. Zweimal direkt abgebrochen hier. Und einmal sogar aus dem Spiel geflogen. Ja, kommt er jetzt zu mir? Aber ich glaube, mein Smite bringt nicht so viel. Bringt, glaube ich, mehr, wenn ich den zwischendurch mal so heile. Das hat, glaube ich, eher Sinn. Schaden beim Smiten ist nicht so besonders. Aber wie gesagt, das sind so Momente, da kann ich ihn dann hinstellen. Ah, wollte ich gerade. Moment. Zack. Gruppenheal. Also Spreadheal. Stimmt, Sünderboxen müssten ja hier theoretisch auch fallen, ne? Können. Aber nicht so häufig, glaube ich. Theoretisch. Hier? Oder nie? Im RVR fallen sie auf jeden Fall, das weiß ich wohl. Aber hier ist das Coole, ja, du hast halt noch zusätzlich zu RVR Creatures, hast du halt noch Dungeon Creatures. Das ist das Coole. Wollt's machen? Ja, abgelaufen. Wunderkästchen abgelaufen. Ich hätte auch noch welche gehabt im Lager allerdings. Kann mal mitsmalen, mal gucken, was passiert. Handtechnisch nichts. 52. 27. 48. Ja, würde ich so sagen, weil ich habe 22. 22. Hat schon mal ein bisschen vorgelevelt. Er hat daneben geschlagen, super. Kannst anreißen. Wenn er zu dir kommt, dann stun ich ihn. Stück zurückgehen vielleicht, dann habe ich den noch besser am Target. Voll heilen. Einmal hinstellen. Also wenn du den wegdüngen möchtest, ich kann den immer stunnen zwischendurch, wenn er nicht zu dir kommt.
Ja, so viel Partikel sind das nicht. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, das ist auch wunderbar. Ich hätte einen echt coolen Stab. 10? Ne, 10,5 ist doof. Kann so nichts mit anfangen. Stärke, Konstitution. Quasi nicht der Rede wert. Oha. Sind hier auch alles drei? Ibernia, Midgard und Albion? Nein, ne? Hier fällt gar nichts davon. Von den Sol. Irgendwie nicht so ganz. Mal was anderes sein, dass man hier nicht ständig nachbuffen muss. Das ist einfach als Kleri herrlich. Oder nein. Wo wollte der denn hin? Hat ein Nekro einfach vorbeigeschlagen, doch? Ja, ich erkläre warum. Krass. Nee, gelb zählt gar nicht. 24 von 25 sind wir. Also hattest du ihn ab? Ja. Ach so, okay. Deswegen sind jetzt einige für dich gelb. Sehr schön. War schon wieder 6 Bubbles voll. Geht so rasend schnell, ne? Jetzt können wir das Zeug auch noch abgeben. Ja. Wie viel? 4. Oh. Ja. Eventuell. Aber hier scheint es keine Phoenix-Eck zu geben. Ah, die kriegst du nur, wenn du solo bist. Wollte er dich schlagen, ne? Habe ich ihn mal erklärt, habe ihn gestellt. Hab ihn einfach geparkt. Ist ja der Wahnsinn. Ja, doch, ja, doch, ja, doch. Wie sieht's denn dein Level aus, Laura? Du bist jetzt, sehe ich gerade nicht. Doch, dahinter sehe ich es. 25. Habe ich schon gerade Ziel gesagt? Na, habe ich noch nicht. So. Skratz, skratz. So eine Kästchen könnten aber ein bisschen länger halten hier, ne? Cool ist, direkt hinter uns sind die Händler. Ich kann ihn verkaufen. Nein. Nicht voll, aber warum erst voll werden lassen? Eine Zunderbox. Ich habe eine Zunderbox. Da. Die könnte man ja mal eben aufbauen. So. Soll ich da einen hinbasteln? Geht. Wo dahin?
Immer schön giften. Oh, resistet. Er wollte meins dann nicht. Er mag dich nicht. Den nicht. Nächste bitte. Oh, jetzt kommt er zu mir. Und nicht. Dir? Was der denn? Er bufft dein Pet. Sehr freundlich. Was ist denn für einer? An der. Ein Teug ist das. Er hat das Zeug zum Teug. Mal gucken, vielleicht kann ich ihm wenigstens die Ex geben oder so. Ne, ja, mir geht nicht. So. Massenkill hier. Hol mal alles. Nein. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Da fragst du gerade was sehr interessant. 5 habe ich. 5 habe ich. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Keine Ahnung. Mal einen Blick lang werfen. 6. Ja, das ist ja unterschiedlich. Ich denke nicht jeder immer zur gleichen Zeit. Er teilt zwar auf, aber irgendeiner muss ja vorne sein zwischendurch. Ist der offline? Mhm. Mit Nachnamen? Nee, die Gilde war offline. Was? Die Gilde ist offline. Öfter mal was Neues. Cool. Ja, manche Namen sind echt cool. Wir hatten auch einen coolen Namen, oder? Komm, die macht Albions, fand ich gut. Auf den Live-Servern aber. Kann sein, dass der mehr Schaden macht oder sind bei deinem Petty Buffs runter? Hm? Hm? Ja, doch, kommt hin. 24 von, achso, Moment, ich muss mal die Task aktualisieren, was hältst du denn davon? Da, hier von 52. Alles in allem sieht das gut aus. Team Creatures 1431. Kann man mit leben. Cool, hier war es obendrauf. Möge dich der Blitz beim Leveln treffen. Zack. So was läuft. War eigentlich der Ansicht, es wäre eigentlich schön, wenn er noch ein Zunderkästchen fallen würde jetzt. Erst dann ging schon nicht mehr durch. Das Mob war tot. Das Hexengift ist doch eigentlich ziemlich stark. Das heißt, wenn du den angiftest, dann und der den nicht erwischt, dann rennt er direkt durch, ne? Ja, aber ich hole. So, das ist der Debuff. Das erklärt's.
schon gewundert, dass der denn so, dass der so gut Aggro halten kann. Die, war das? So. Ich finde, die, die Animation davon sieht gleich aus. Ne? Deswegen konnte ich das jetzt nicht unterscheiden. Ich habe wieder eine Zunderbox. Soll ich setzen? Ach, also. Geht das so? Ein bisschen heilen hier. Ich meinte eigentlich wegen der Heilung, weil ich die, währenddessen ich das da runtergesetzt habe, natürlich ausgesetzt habe. So langsam? Da wollen wir mal ordentlich drauf smiten hier. Geht doch. Ah. Zu dir, zu mir? Wo will er jetzt hin? Kann sich nicht entscheiden. Schlägt einfach um sich. Das Vieh. Ja, die Heilung, die kam, nachdem du ihn gepult hast. Deswegen. Ja, ist er durchgelaufen. Aber ist zu dir gelaufen, nicht zu mir. Erst. Egal. Oh, der lebt. War wohl nix. Der Necro war schneller. Ja, da kommt was. So schön hier so eine Ruhe zu haben beim Leveln in DF. Warum kommt keiner hin? Hin und wieder schon, klar. Aber nicht so häufig. Wenn du unten auf den Kreuzungen rumläufst, da kommt öfter mal einer vorbei. Hier oben gehen viele 50er schon nicht mehr hin, was sollen die mit Grauen? Die meisten können damit nichts anfangen. Ob ich heil mal ein bisschen am Pet. Hat ein bisschen Sinn. So Speed laufen? Sachen. Umlaufen. Brauchst du auch kein Speed jetzt. Stimmt, ja, da war was. Hexe. Rambuff. Deathbuff. Sieben Stück. Ja, ich habe 6. Ja gut, es wird jetzt auf 2 aufgeteilt, ne? Das ist klar. Dann hast du natürlich auch ein bisschen Versatz drin. Ich habe einen schönen Stab, glaube ich.
Ne. War für mich rot, bringt aber nicht viel. Leder kannst du nicht tragen. Nein. Also wieder nur was zum Verkaufen. Naja, so. Was soll's denn auch? Vollkommen egal. Der Mob brennt grün. Ich hab gleich schon Level Up, also das geht hier so fix. Echt der Wahnsinn. Da kann sie gar nicht gucken. Hallo. Schlag mich doch mal. Wo schlag mich? Ich brauche das. Ja. Unglaublich. Sie ist richtig schön so random, wie er die Aggro aufnimmt. Das Mob die Aggro aufnimmt. Mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Aber die Heilaggro, ich hatte die stärker in Erinnerung. Weil ich ja auch keine kleinen Heals mache. Ups. Dann hin. Mach den. Ja. 197 Punkte. Kann man ein Special machen, gucken, was passiert. Nothing. Nix passiert. Wir haben keinen Zuna-Kästchen mehr. Verdammt. Ja, aber Zuna-Kästchen, also normalerweise konnte ich jetzt stehen bleiben. Ohne Zuna-Kästchen werde ich mich wohl mal hinsetzen müssen. Mal so ein bisschen was drauf tun, was macht er bei mir auch nicht, nur wenn das auf demselben Slot ist. In der Regel, so solange du auf demselben Slot liegen hast, löst er die auch nacheinander aus. Wenn das anderer Slot ist, dann nicht. Wie etwas. Schade, aber die liegen ja hier nicht nebeneinander, liegen ja übereinander. Das geht ja dann. So, haben wir voll drauf hier. Chain Armor, mal gucken, was der kann. So muss das. So, jetzt kann ich mal eben gucken, was der kann hier. 52 Hitpoints hat er. Was trage ich denn hier für ein Zeug? Ui, Lina Stärke. Ich glaube, der ist besser. Obwohl Stärke. Ich glaube, die Hitpoints sind besser. Kann ich eher gebrauchen. Als Kleri jetzt. Die Konstitution. Stärke brauche ich eigentlich nicht. Ja, ein Punkt Cons gegen wie viel Hitpoints waren es? Moment, hier, der hat ein Hit und 7 Stärke. Und der hier hat 52 Hitpoints. Da
Dann nehme ich lieber die 52 Hitpoints statt den einen Punkt. Brauche ich ja nicht. So. Kann ich da was tun? Er ist voll geheilt. Aber ich habe gleich Ahab. Ich habe gleich voll das fette AP. Auf 25. Das heißt Halbzeit. Zumindest was die Wahl betrifft. Noch lange nicht, was die Arbeit betrifft. Ich glaube, die Halbzeit liegt so bei knapp 40. Denn die letzten 10, 12 Level, die ziehen sich doch ganz schön. Also als Clearer auch eine Gruppe. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist eine Gruppe besser. Für einen Clearer, weil er killt einfach viel zu langsam. Und wenn du, ja, sag jetzt mal so, du hast ja kein Instant dann oder so. Wenn die erstmal beide sind, kannst du nur noch draufhämmern. So, kurz ein Instant dann? Weiß ich nicht. Ich hab noch nie ein Smiter gespielt. War mir als Clearer immer irgendwie zu blöd. Toll. Weglaufen. Töten. Platt machen. Killen. Tada. Das war das A. Yes, Baby. Ich gehe mal eben gucken, was der Skillbaum sagt. Let's train it. So, ich würde jetzt tatsächlich. Bin gerade nicht bei dir, ne? Wollte nur sagen. Da ist der nächste Buff. So, das geht nicht. Ne, mehr Heilung geht nicht. Dann halt so. Bin noch 16 Punkte über. Moment. Jetzt los. Habe ich denn schon? Komm, mach das mal. Trainier das mal so. Was denn du? Los. Nur noch blau. Dein Necro ist nur noch blau und die sind nur noch gelb. Da kommt gar nichts mehr, ne? Was? 19. Was? Achso, 10 voll. Ja, ich habe 9. Noch einen machen und dann passt das eigentlich. Ja, also. Oder drei? Ich kann das immer offen lassen, dann sehe ich es ja. Auch schon wieder 11 Siegel schön zusammen, wunderbar. Zwar nur Dämonen. Emerald Siegel, aber egal. Emerald Seals. Oh, Moment. Oh nein. Was? Wie? Siehst du, der Chat ist an einer ungewohnten Stelle. Erstmal, guten Morgen, liebe Blumenfee und hallo, lieber Harry. Ja, wie gesagt, Chat ist an ungewohnter Stelle. Normalerweise habe ich den Links neben dem Monitor. Hier ist er platzbedingt oben drüber und da ist der Schirm von meiner Cappy. Verdammt. Okay, tut mir leid, dass ich euch ignoriert habe. War keine Absicht. Stop streaming this, was? Was hat der? Irgendein Quatsch? Guck mal. Schwachsinn. Was ein Schwachsinn. So, wie reagiert man am besten drauf? Ach ja, ja, ja. Geh woanders heulen. Genauso ein offizieller Server wie alle anderen auch.
Nur kein Live-Server direkt von Dark. Abgesehen davon, wenn die das Spiel kaputt machen mit ihren Klassenänderungen, dann gibt es auch keine Live-Server mehr hier. Ganz simpel. So ist das. Hm? Hast kein Mana mehr? Immer erledigt. Keine Zunderbox mehr, oder was? Nö, ich sehe auch keine Zunderbox mehr. Ich müsste eigentlich... Ja, ich habe 10 zusammen. Können wir abgeben, ne? Bolo war das, glaube ich. I think it's Bolo. Da ist Bolo. So krass. So, das war ein Up. Sehr schön. Ich glaube, jetzt wird das hier allmählich ein bisschen groß, ne? Meine ich. Ein bisschen zu klein, meine ich. Das heißt, wir werden für die Mobs zu groß. Oh je. So, da gibt es auf jeden Fall schon mal wieder einen stärkeren Buff. Sehr schön. Ich würde sagen, ich hole mir, suche mir mal eben kurz meine größeren Buffs hier raus. Und dann geht das weiter. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Was haben wir hier? Das ist ein stärkerer Backdex. Den habe ich, glaube ich, schon. Blessed Barrier habe ich schon, glaube ich, den großen. Und der Keks ist auch komplett hier. Super. Okay. Heilung ist beigekriegt. Was denn der? Das ist eigentlich Quark hier, brauchst du nicht. Revival ist auch ein Baseline, glaube ich, ne? Ja. Das hier sind die einzigen Specs hier oben. Also passt das. Up, 2000. Nein, das ist aber auch ein kleiner. Sehe ich gerade. Das, ne, glaube ich, habe die großen schon liegen. Cool. Nature Revival, Greater Renewal. Okay. Renewal, so. Habe ich doch schon liegen. Ja. Passt auf jeden Fall. So, ne, ich habe alles dicke drauf. Alles liegen, was liegen muss. So. Verkauf noch eben den Rest. Brauche ich auch einen Händler für, ne? Glaube ich, alles Händler. Ne, nicht. Wir sind Händler. Dann ist er mechant. Dann der. Body and Trust. Und, achso, Moment.
Kette? All Magic Skills ein Punkt. Ja, komm, ich tu das mal weg. Verkauf das mal mit. So. Erledigt. Sollen wir tiefer gehen, ne? Oder? Ach so, warte mal, ich buff mal. Buff mal deinen Kumpel hier. Einen neuen. Du hast noch alle Buffs, oder? Machen wir den Spec-Dex weg, bitte. Opa. Passt. Jetzt bist du auch wieder vollständig. Oh, ich könnte bei mir aber auch mal den Base Cons erneuern, wenn ich schon mal dabei bin. Komm mal, du wirst angegriffen. Sogar von zwei. Unfreundliche Zeitgenossen. Also ich habe dein Vieh im Target. Wenn ich was anderes machen soll, dann sag lieber Bescheid. Oh, der hat aber ordentlich Dampf, merke ich gerade. Der geht nicht so schnell runter. Basta. Halt. Ja, die greifen auch gleich an da oben wahrscheinlich. Also, du rennst jetzt relativ dicht dran vorbei, aber wir können erstmal um die Ecke laufen und die da, oder? Ne, da sind auch noch welche. Da, die kommen. Der eine kommt. Einer ist keiner, ne? Ist ja auch nur grün, das ist ja eigentlich ein Witz, ne? Kann er nix. Hey! Hab da was. Weiß nicht was, aber ich hab da was. Ups, da war noch einer. Oh ja. Ich gerade. In Ora? Ja, kriege ich hingestellt. Durchaus. Also noch nicht wie lange. Warte mal, ich stell den auch hin. An den Kumpel heilen hier. So passt das. Bitte? Kannst ja mal deinen kleinen rüberholen. Kommt. Ja, dann machen wir mal hier einen großen. Ich hätte eine Zuna-Box. Soll ich die mal hinbauen? Ich suche mal eben einen festen Platz hinten vor die Zuna-Boxen. Das bringt ja nichts, ich habe ja nur eine. Und dann kann ich, ich wollte gerade sagen, dann kann ich die immer von da auslösen, aber passt ja nicht. Mir brennt was. Geh mal ein bisschen heraus. Den heißen Hintern. Nein, ist ja vollkommen egal eigentlich, aber. Reitkolben! Wahnsinn! Schönes. Ja.
auch mal gemein war, ne? Wenn man in irgendwelche dicken Viecher sich geholt hat, aus irgendwelchen Spots, hat die durchgebufft und dann wieder laufen lassen. Das ist schon lange her. Sehr witzig. Manche Leute sind echt ein bisschen dreist. Wollte ich mal so sagen, ja, da kommt noch weiter. Einen hinstellen? Achso, hast du schon. Okay. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ist ja auch ein Mess und kein Stun. Aber mithelfen. Also Metz ist ja eigentlich was ziemlich Gemeines, ne? Naja, hau mich ruhig, ich brauche das. Nächste Heal. Der ist für mich auch noch gelb, der Gegner. Also für die Task bringt er uns nichts. Da bräuchten wir höhere. Ja, boxen wir uns eben durch, würde ich sagen. Bei der Spawnrate hier müssen wir uns allerdings ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Ein ganz klein wenig. Nicht wahr? Hm. Ah, lass mal durchlaufen hier. Oh, da kommen aber jetzt noch zwei. Da kommt ein bisschen viel. Ne, ich glaube auch. Soll ich dich laufen lassen? Mal hier durch. Alter, du ziehst jetzt aber eine ordentliche Welle hinter dir her, wa? Aber jetzt kommt er zu mir? Wie jetzt? Wir haben das mit der Gruppe irgendwie übergenommen. Oh, gar nichts getan. Geh weg. Na gut, dann sterbe ich auch. Hat ja wenig Sinn. Aua. So, also einmal raus hier. Release. What? Ich bin aber noch Marsch gerade. What? What's going on? So, erstmal geheilt und dann raus hier. Den Händler? Ich glaube, hier gab es keine Händler, ne? Ne. Aber einen Vaultkeeper gibt es. Ich kann mal ein Inventar mal ein bisschen leer machen. Hab nämlich hier hinten habe ich nämlich einmal die Dämonensiegel raus, Source of Verne raus, Phönixfedern raus, Soul of Albion raus. Das kann auch weg. Bindestein behalte ich und der Rest hier kann weg. Und nee, hier das kann auch noch raus. Für den nächsten Char.
Weg. Oh. War es nicht. Ich wollte das doch nur darüber packen. Jetzt aber. Zeitgebundener. Besseres. Okay, wo treffen? Apfel fliegen. Okay, dann werde ich mich mal hier wegbewegen, wo ich noch gebunden bin. Und dann geht es zu den Apfelfliegen. Mal hier so ein Paste holen. Zack. Jetzt muss ich nach Goswell, ne? Ach Quatsch. Doof. Nein. Er hätte auch reporten können und von da aus. Egal, jetzt bin ich da. Kann ich hier eben nochmal verticken. Dann geht ich nach oben. So, weg damit, weg damit. Passt. So, ich werde jetzt allerdings mal eine ganz kurzes Päuschen einlegen, während ich darüber reite, würde ich sagen. Das heißt, wir sehen uns wieder bei den Abfliegen und ich werde mal ganz kurz hier jetzt eine kleine Kaffee wegbringen. Pause anmachen. Bis gleich.